Wir lernen aus jeder Niederlage etwas. Wir werden mit diesem Wappen wieder erfolgreich sein, das soll niemand anzweifeln. Real Madrid gestern, heute, morgen und für immer, witterte der Spanier Ramos seit 2005 bei Madrid. Nach einem frühen Rückstand kamen die Blancos im Verlauf der Partie noch einmal zurück. Ramos erzielte durch einen Handelfmeter sogar das zwischenzeitliche 2:1 für Real. Atletico erzwang anschließend die Verlängerung und triumphierte dort. Punkt. Der 32-Jährige spielt seit 2005 für Madrid, absolvierte seitdem 565 Einsätze und gewann unter anderem viermal die Champions League mit dem spanischen Rekordmeister, mehr zu Antoine Griezmann und Sergio Ramos.